Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft Attack 7. Und bevor wir anfangen, Leute, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abonnieren-Knopf auf meinem Kanal, denn das würde mir nicht nur helfen, sondern für jeden Abonnieren-Knopf kriege ich ein Glasgeschenk von Spark. War gelogen. Ich eigentlich nicht. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr abonniert. Heute haben wir viel vor und erstmal muss ich euch viel zeigen, denn ich habe viel an der Kuppel gebaut. Ihr seht es schon, die Kuppel ist fast halb fertig. Ja, also das ist auch nicht ganz richtig. Also wir haben insgesamt, ich zeige euch gleich noch mehr, was wir gemacht haben. Wir haben insgesamt, wie viel waren das? 45 plus 30, also ja, circa 70, 80, sagen wir mal 75 Blöcke, ja eigentlich genau 72 Blöcke, die wir nach oben gehen müssen für die Kuppel. Ne, da oben ist Block 72. 72 Blöcke, die wir nach oben gehen müssen und 72 Ringe. 72 Ringe aus Glas, ne? Ein Ring aus Glas, zwei Ringe und so weiter und so fort. Das geht also alles bis nach ganz oben. Ich habe hier übrigens einen kleinen Eingang hier gemacht. Und von diesen 72 Ringen Glas habe ich jetzt schon wirklich einige gemacht. Also wir sehen hier, wir haben angefangen mit 73, so eigentlich mit 72. Das heißt, bei 82 hatte ich schon 10 Ringe. Da sind 10 Ringe. Bei 92, das ist da irgendwo, hatten wir 20 Ringe. Und ganz oben sind wir bei 104. Das heißt, wir haben schon über 30 Ringe. Das heißt, wir haben schon quasi, was das angeht, schon fast die Hälfte fertig. Wir machen jetzt heute auch noch die Hälfte fertig. Das werde ich jetzt direkt von Anfang an machen. Also wir werden jetzt die Hälfte der Kuppel fertig haben. Aber wenn wir das fertig haben, haben wir nicht die Hälfte der Kuppel fertig. Weil je weiter wir hochgehen, desto kleiner werden die Kreise. Und desto weniger muss ich machen. Das heißt, wir sind jetzt schon quasi fertig mit der Hälfte der Kuppel. Also schon länger. Machen jetzt heute theoretisch bis zur Hälfte. Ich glaube, dafür müssen wir hochgehen bis... Oh, was ist denn das? 72 durch 2 sind 36. Also wir haben schon 31, glaube ich. Das heißt, 5 Ringe müssen wir noch hinzufügen. Genau, 5 Ringe müssen wir noch hinzufügen. 31 plus 5 sind 36. Ich weiß, mein Mathe ist einfach heftig gut. Übrigens, was auch heftig gut wäre, wenn wir auf diesem Video wieder 10.000 Likes knacken. Das wäre absolut geil. Und heute kommt noch ein Video. Das könnt ihr euch auch auf jeden Fall mal angucken. Und ich streame heute sogar wieder. Ist das nicht der absolute Hammer? Also aktuell Content. Lucy Cat, wie geht's dir? Lucy geht's gut. Lucy der Katze. Tatsächlich, also ich schwöre, meine Katze heißt in echt auch Lucy. Und ich schwöre auch, ihr esst viel Sand. Aber das ist ja nicht mal alles, was wir hier gemacht haben. Wir haben ja noch mehr gemacht. Wir haben ganz viel Holz gefarmt. Das brauchte ich für Diverses. Unter anderem haben wir auch hiermit weitergemacht. Und keine Angst, Katze geben wir natürlich noch sein Geschenk. Also Items4Sacred geben wir sein Geschenk. Aber guck mal hier, pass auf. Ich gehe jetzt mal hier rein. Und da unten haben wir viel gemacht, okay? Ich gehe jetzt hier rein. Ihr werdet sehen, da hat sich... Ich liebe das, wenn das Wasserding so rumselt. Hier hat sich einiges getan. Wir müssen nicht mehr komisches Gatter aufmachen, sondern wir kommen direkt runter und sind hier. Ich habe die Druckplatten ein bisschen weiter weggetan. Das heißt, wenn andere noch mitkommen, können wir warten. Und wir haben hier ein richtig cooles Design. Wir sind hier auch noch nicht fertig. Im besten Fall schaffen wir die Kuppel und den Gang bis hier. Also hier müssen wir auch noch ein bisschen was tun. Wir haben nämlich hier diesen Gang angefangen. Und ich finde, wir sollten langsam mal wirklich... Also ich sollte langsam mal wirklich reinhauen und wieder ein bisschen mehr Progress machen. Und deswegen glaube ich, dass wir diesen gesamten Gang bis hier hinten noch schaffen. Dafür müssen wir noch ein bisschen Sprucewood abholzen. Um das alles zu schaffen. Und das sind meine beiden Aufgaben für heute. Quasi die Kuppelhälfte fertig haben und diesen Gang bis zum Ende. Also bis da zum Ende. Nicht komplett bis zum Ende. Das werden wir dann im Stream machen. Aber dann sieht das hier unten schon geil aus. Das hier ist ungefähr die Optik, die ich in meiner Base haben will. Also so ein bisschen hell, alles mit Sandstein, viele diese Creeper-Blöcke benutzen, Laternen, auch dunkles Holz für den Kontrast, blau auch noch mit dazu, viel Wasser in der Base und so. Das ist die Base, die ich haben will später, so in diesem Style. Ich weiß nicht, also wir haben echt lange rumprobiert und ich finde diesen Wand-Style einfach wirklich Hammer. Der geht dann quasi bis hinten durch, hier an der Seite immer das Wasser, was sich so hin und her schlängelt, fand ich auch von der Optik her super cool. Das bricht das alles noch so ein bisschen. Wir werden das heute am Ende der Folge, werden wir das noch sehen, wie das fertig aussieht, also bleibt auf jeden Fall dran. Und hier hinten haben wir tatsächlich gar nichts mehr gemacht, das ist die Slime-Farm, die immer noch super funktioniert. Also wir haben während des Streams haben irgendwie noch 2 Stacks Slime daraus geholt, also wirklich die funktioniert wirklich problemlos, da kann ich mich nicht beschweren. Jetzt sind wahrscheinlich keine Slimes hier unten. Aber, oh, schon wieder ein Stack. Holy moly, also das geht ja echt, also das, lull. Das finde ich, hier irgendwo ein Skelett. Das finde ich tatsächlich Hammer. Oh, warte mal. Oh, oh. Okay, er greift mich an. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die nicht die Iron Golems angreifen können. Weil, wenn die Iron Golems sterben, ist es echt doof. Oh, guck mal, er hat sogar den Iron Golem schon angegriffen. Das heißt, wir müssen hier echt gucken, dass hier die Iron Golems nicht... Das müssen wir noch saven. Ich weiß aber noch nicht genau wie, aber doch. Das weiß ich wie und das können wir auch noch heute in der Folge unterbringen, weil ich möchte nicht, dass unsere Florian Silbereisengolems hier sterben. Wir müssen auch noch mal irgendwann bei Zeiten hier die Eisengolems hin machen oder so, ohne oder so, das müssen wir noch machen. Aber das kriege ich ja mit der Zeit schon hin, das machen wir aber nicht mehr heute in dieser Folge. Denn wir fangen diese Folge tatsächlich einfach ganz entspannt an, indem wir einfach oben das Glas platzieren. Das, wie gesagt, kann ich leider nicht per Timelapse machen. Übrigens, hier hinten hat sich nichts getan. Wir haben ja aktuell 3 Projekte. Einmal die Slime-Farm, einmal diese Farm da drüben. Ah ja, eine Sache von der Slime-Farm noch. Also, das sind ja unsere 3 Projekte. Kuppel, Slime-Farm und die Monster-Farm. Slime-Farm, denke ich mal, in den nächsten paar Tagen werden wir da doch die letzte Folge zu machen, dass wir die komplett fertig machen. Aber ich wollte halt jetzt den Gang mal weitermachen. Einfach noch so ein bisschen andere Sachen noch tun. Zwischendurch so ein bisschen aufpeppen, die Folgen auf YouTube. Hier gibt es noch einen weiteren Gang. Habt ihr gesehen? Habt ihr noch nicht gesehen, aber jetzt seht ihr den. Den hat der liebe Basti Zockt gegraben, denn dieser Gang führt uns tatsächlich, und wir können jetzt mal bis zu Ende gehen, weil ich war auch noch nicht bis zum ganz Ende. Dieser Gang führt tatsächlich, dieser Gang führt tatsächlich bis ganz hier hinten und, wo geht's denn hier hoch? Das müsste eigentlich in die Base gehen von Basti Zockt und, Gamers Time. Ach nee, hierhin führt es. Ah, nice. Okay, ich dachte, das führt zu der anderen Base. Nee, aber das hier ist der zweite Eingang zur Slime-Farm. Da haben die anderen mir ja extrem bei geholfen, muss man sagen, bei der Slime-Farm. Können wir mal die Türe da entfernen, die auf der Slime-Farm ist. Aber die haben die anderen mir ja extrem bei geholfen bei der Slime-Farm. Ohne die hätte ich die nicht so schnell fertig bekommen. Muss man einfach an der Stelle sagen. Und dafür habe ich gesagt, okay, dann kriegt ihr eben auch Zugang zur Slime-Farm. Da ist ein Creeper, ist natürlich nicht so gut. Aber dann kriegt ihr eben Zugang zur Slime-Farm. Als Gegenleistung dafür, dass ihr mir helft. Und ich finde das ein fairer Deal. Dann werde ich den. Und das sieht von außen so cool aus mit diesem, mit dem Glas noch so. Ich finde, das sieht richtig, richtig nice aus. Aber gut, genug gedödelt. Wir machen jetzt erstmal weiter mit der Kuppel. Da fehlen nämlich, guck mal, das sieht von außen sogar schon ziemlich cool aus. Aber ich freue mich, wenn endlich die Streben hinkommen und wenn wir hier unter der Kuppel mal ein bisschen was machen, weil hier muss einiges geschehen, damit das gut aussieht. Unter der Kuppel ist Unter der Kuppel ist mega Katastrophe. Das sieht echt doof aus aktuell noch. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und das, ja, das wird auch noch eine ganze Stange Arbeit. Aber hey, hier ist noch ein Creeper in die Luft geflogen. Ist mir egal, ist mir egal. Und deswegen machen wir einfach mal weiter, bevor ich hier mich um Kopf und Kragen rede. Ich gehe, glaube ich, nochmal schlafen. Es sind ein paar Leute auf dem Server. Ich bin auf Live, stehe ich. Das ist nicht so gut. Ich gehe jetzt mal schlafen und der Chat. Und ja, ich baue die Dinger weiter. 5 Etagen muss ich in dieser Folge. Das kriege ich hin, dann sind wir halb fertig. Ich baue und baue und baue und baue und baue und bin jetzt tatsächlich schon bei der Höhe, die ich gehen muss. Also Höhe 109 ist es. Das heißt, das ist hier das 5. Und ich merke gerade, ich habe kein Glas. Ich habe das gesamte Glas in meinem Inventar bereits aufgebaut. Das heißt, ich habe jetzt gerade mal ca. 3000 Glas noch hier reingeböllert zwischen den Cuts. Also ordentlich Glas hier noch mit auf der Hütte. Aber ihr seht schon, die Kuppel ist wirklich deutlich höher, oder? Ich finde, das macht schon übelst den Unterschied. Also, ich finde es krass. Es wird sich, also der letzte Rest hier wird übelst schnell gehen, weil das ja schon die Hälfte ist und ich hier quasi nur in die Höhe gegangen bin. Gut, nicht nur in die Höhe natürlich. Wenn ich mich hier drunter stelle, dann sieht man ja trotzdem schon ab hier quasi ist schon überdacht. Das heißt, wir haben schon, ja, sind schon von da bis hier schon gegangen. Aber ihr seht, bis zur Mitte ist noch ein ganzes Stück. Also dieses Dach quasi von der Kuppel, das wird in den nächsten paar Schichten auf jeden Fall noch easy kommen. Noch ist es relativ einfach, die Kreise hier zu ziehen, aber später wird es auch schwierig, wenn ich dann merken muss, oh, müsste ich jetzt 2 Blöcke nach links, müsste ich jetzt 3 Blöcke nach links. Ich glaube, das wird nochmal gut anspruchsvoll, schätze ich mal. Ich nehme auch nochmal ein bisschen Netherrack mit, weil ich das gerne als zusätzlichen Baublock noch mitnehme. Habt ihr jetzt auch schon mehrfach gesehen. Aber, ja, ich habe diese weitere Dinger, Bummer, Tralala, hier schon fast fertig. Und ich bin echt zufrieden. Ich finde es auch cool, wenn man hier sieht, wenn man guck mal beim Fadenkreuz, da ist so ein schwarzer Kreis um das Fadenkreuz rum. Seht ihr das? Wenn ich hier so... Also man sieht... Keine Ahnung. Also das hat man ja in normalen Minecraft, sieht man das ja nicht, weil man in normalen Minecraft ja auch eigentlich keine riesige Megakuppel baut, die knapp 150 Blöcke Radius hat. Also das ist schon ganz krass. Ich weiß gar nicht, ob die Kuppel in das Skyblock reinpassen würde. Also vielleicht spielt der ein oder andere von euch Hypixel Skyblock. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Falls ihr das tut, dann könnt ihr mir ja mal sagen, wie groß so eine Insel ist. Ja, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Hier haben wir gerade mal das hier gemacht. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit, wieder bei so einer Dinger hier, bei so einer Runde. Wir haben übrigens 5:11 Uhr nachts mal wieder. Man kennt ihn, 5:11 Uhr nachts, bin ich auf jeden Fall dabei. Wir haben hier... Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist es, glaube ich. Sogar 10 müsste das sein. Dann sind wir hier auf der Mitte. Und hier ist die Mitte. Ja, passt. 10 und dann Nummer 11. Das passt tatsächlich. Dann haben wir hier 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann kommt 3, 3, 3. 1, 2, also 3, 3, 3. So. Dann kommt 2, 2, 2, 2. Also 4 Zweier. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Also diese Reihe hier ist tatsächlich einfach. Da sowas ist immer ätzend, wenn man hier so einen Zusatzblock hier platzieren muss. Aber das habe ich mittlerweile auch schon drauf. 1, 2, 1, 2. Also dieses 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Pattern ist irgendwie übelst oft gesehen. Und dann kommen einfach nur noch 11 straight in die Richtung. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huch, 7. 8, 9, 10 und 11. Und dann weiß ich auch immer, wenn ich hier so ein bisschen mitzähle am äußeren Rand, weiß ich auch immer, dass das andere irgendwie richtig gemacht habe. Ich meine, seht ihr, guck mal an, wie weit wir schon hier im Inneren von der Kuppel sind. Ich finde es immer tatsächlich ganz geil, wenn man hier oben steht und runter guckt, weil dann sieht der Rand so aus, als würde der irgendwie nicht existieren. Das sieht irgendwie ganz, 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 ganz seltsam aus. Muss ich gleich mal machen. Übrigens, wir sind hier schon über dem Brunnen und wir sind da auch schon auf der Höhe von der Insel. Finde ich tatsächlich ganz witzig. Und viele Leute haben auch gesagt, ich komme vielleicht an Sinusinsel, aber überhaupt nicht. Also ich komme da nicht mal in die Nähe. Also alles gut, was das angeht. Und jetzt müssen wir hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und ich weiß schon, Leute, ihr wollt es nicht in der Folge sehen, dass ich das hier alles baue. Ihr wollt einfach nur fertige Ergebnisse sehen. Von daher, hier ist das Ergebnis mit einer Reihe mehr drauf. Und damit sind die letzten Blöcke getan. Und ich frage mich, wie viele von euch in den Kommentaren extrem ausrasten, weil meine Spitzhacke fast kaputt ist. Ich habe natürlich extra darauf geachtet, dass die nicht kaputt geht entsprechend. Das wäre jetzt Höhe 100, ich gucke nochmal eben nach, 109 war das. Dann müsste ich eigentlich ein Schild dran packen. Ich glaube, das mache ich auch direkt, weil sonst vergesse ich nämlich beim nächsten Mal, wie hoch das hier war. MLG, 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 tack, pam. Aha. So, 109. Aber die Kuppel wird langsam, aber wie gesagt, wenn die fertig ist, sind wir noch lange nicht fertig. Da, wenn die Kuppel fertig ist, dann haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Ich will gar nicht dran denken, weil ja, wir haben nicht mehr die Hälfte von dem, was ich eigentlich machen will, den Craft Attack, wenn die Kuppel fertig ist. Und es fühlt sich schon so an, als wäre die Kuppel so mega das Mammutprojekt. Ich habe schon übrigens über 86 Spielstunden auf Craft Attack. Ja gut. In den Kommentaren wird öfter gefragt, ob ich Hobbys habe oder Leben habe. Irgendwie nicht so ganz, ne? Also, huch. Also gut, gehen wir erstmal nach oben und setzen ein Schild da dran, weil mit dem Schild wissen wir auf jeden Fall dann, wie hoch wir sind. Ich muss die ganzen Schilder auch irgendwann mal wieder abmachen, weil für immer dran haben will ich die eigentlich auch nicht. Gut, letztes Mal aber das eine Schild erstmal dran. Müsst ihr jetzt, ich habe schon wieder vergessen, welche Etage das war tatsächlich. Also, ich bin auf jeden Fall gut im Sachen merken. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. 109 ist es jetzt die Etage, genau. Dann ist das genau hier, zack, 109. Sind wir dran. Das heißt nicht, dass das ganze Ding 109 ist, sondern dass es hier Etage Nummer 100 ist, ja auch egal. So, das läuft auf jeden Fall schon mal gut. Was wir jetzt machen werden, ist ein MLG, den wir auf jeden Fall gut geschafft haben. Also, ich kann dem nicht nachfragen. Aber was wir jetzt machen, ist zur Mobfarm gehen, denn ich muss tatsächlich die Spitzhacke reparieren. Ihr kennt das Ganze, also es muss halt ab und zu mal sein. Ich schneide das meiste tatsächlich immer raus, wenn ich zur Mobfarm gehe. Aber ab und zu lasse ich das halt auch mal drin. Wie jetzt zum Beispiel. Jetzt werden wir zum Beispiel. Hoffentlich steht da keiner. Ich meine, wir sind nur zu dritt auf und so. Ich könnte mal. Das schreibt ihr mir immer in die Kommentare. Und ich sage immer, ja, also ich gehe auch öfter mal hin. Aber tatsächlich ist die meistens leer. Aber ich könnte ja jetzt mal zur XP-Farm vom lieben Trimax gehen und gucken, ob das da ist. Also der hat mir ja erlaubt, die zu benutzen. Das ist ja schon eine Weile her, aber er hat mir trotzdem noch erlaubt, die zu benutzen. Deswegen will ich auf jeden Fall mal schauen, ob das denn schon irgendwas bringt, dahin zu gehen. Ob meine Spitzhacke dann schon instant repariert ist, weil dann hätte ich echt weniger zu tun, als ich sonst zu tun hätte. Ja, das macht durchaus Sinn. Gut, gucken wir mal nach. Der Ofen brennt hier überhaupt nicht. Der kriegt gar keinen Dinger hier, aber die können wir ja mal abschalten. Und dann können wir mal schauen. Zack. Die Spitzhacke ist komplett repariert. Ja, moin. Wahrscheinlich ist die komplette Spitzhacke einfach mal repariert. Genauso wie meine Rüstung. Oh, meine Hose ist auch fast kaputt. Warte mal. Level 32. Ja, moin, Alter. Okay, die XP-Farm von Trimax funktioniert ganz gut, würde ich behaupten. Obwohl nicht genug Bambus reinkommt. Level 37. Sehr, sehr cool. Haben wir einfach mal Level 37 gemacht. Einfach mal ein bisschen hier in den beiden Kaktus-Towern. Oh, wie krass die Kuppel aber aussieht, oder? Oh, warte mal. Jetzt möchte ich mir die Kuppel von da hinten nochmal anschauen. Ich glaube, die sieht super aus. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir haben jetzt schon 15 Minuten von der Folge und tatsächlich habe ich noch nicht mal angefangen, diesen Gang zu bauen. Okay, ich muss zugeben, das sieht von hier aus jetzt nicht ganz so spektakulär aus, weil da noch die ganzen anderen Bauwerke dran stehen. Aber wenn man von hier guckt, dann sieht man den kompletten Scale. Und es ist schon ein bisschen geisteskrank. Aber da kommt ja noch was zu. Ne, wir sind ja noch lange nicht fertig. Da kommen ja noch hier so Streben. Ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll. Das wird noch eine Herausforderung, die Streben hinzubauen. Habe ich ja schon öfter erzählt, dass ich die machen will. Wie genau, habe ich noch nicht geschafft, vernünftig zu erklären. Aber das wird schon, glaube ich, ganz cool werden. Jetzt allerdings erstmal Richtung, was machen wir denn jetzt als nächstes? Ja, den Gang unten. Ja, den Gang unten. Ist ein guter Plan. Wir sehen uns unten. Nice. Und für den Gang unten brauche ich tatsächlich noch einiges an Sprucewood. Das heißt, ich muss jetzt, bevor ich den Gang unten überhaupt machen kann, beziehungsweise daran denken kann, den Gang da unten zu machen, ein bisschen Sprucewood. Und das wollte ich euch auch nicht vorenthalten, denn es sieht tatsächlich super komisch aus, wenn so ein Riesenbaum in der Kuppel steht, weil die Kuppel einfach viel größer. Sieht aus wie ein kleiner Baum innerhalb dieser Kuppel. Weil irgendwie, ja, die Kuppel ist halt viel zu riesig. Man kennt. Aber jetzt brauche ich auch noch die Axt. Ohne Axt nix schmackst. Ne, warte mal. Ohne Moos nix los. So ist eigentlich der Spruch. Aber irgendwas mit einer Axt hier einfügen. Gut. Ich werde auf jeden Fall hier jetzt noch ein paar Bäume reinböllern. Muss halt gemacht werden. Denn irgendwie müssen wir ja auch... Huch, da muss ich mal ganz kurz den hier machen. Irgendwie müssen wir auch unser Holz bekommen, was wir für den Gang brauchen. Also let's go. Muss ich jetzt mal Stück für Stück die Bäume abgrasen. Alles klar. Und dann sehen wir uns dann wirklich beim Gang wieder. So, mal schauen, wie viel wir heute hiervon noch schaffen. Ich hatte mir vorgenommen, alles zu machen, aber wir haben jetzt mittlerweile 6 Uhr. Ah ne, wir haben halb 6. Okay, halb 6 geht noch, aber trotzdem würde ich so langsam gern schlafen. Halb 6 morgens übrigens, ne? Also nicht mittags oder abends, sondern 5:30 Uhr morgens. Um genau zu sein. 5:28 Uhr morgens. Aber ja, was wir heute nicht schaffen, machen wir auf jeden Fall im Stream zu Ende. Es hat halt übelst lange gedauert, dieses Design hier zu finden. Also wirklich, wir waren echt wirklich lange damit beschäftigt. Aber wie gesagt, ich finde dieses Design einfach super cool. Was wir jetzt als erstes machen, ist, wir setzen überall an diesen Stellen hier, passend hierzu, setzen wir das Sprucewood, was wir gerade gefarmt haben. 1, 2, 3, 4, 5. Und das setzen wir jetzt quasi überall an exakt diese Stellen hin. Wir müssen ja auch teilweise nochmal abholzen, beziehungsweise wegböllern. Ja, wenn man das uns entsprechend sieht. Und das soll man nicht sehen. Hier bräuchte ich theoretisch noch Cobblestone. Gut, dass ich hier Cobblestone gerade mir hergesnackt habe. Aber, ja, warum baue ich die so tief, wenn man das eh nicht fasst, oder wenn man es eh nicht sieht? Doch, man sieht's. Und zwar, wenn man hier langläuft. Oh, warte mal. Man sieht den unteren Punkt gar nicht. 1, 2, 3, 4. Man sieht nur 4 Stück. Gut, dass ich euch die Frage im Video beantworten wollte, warum ich das bis so weit runter machen muss. Denn, deswegen ist mir aufgefallen, dass ich es nicht so weit runter machen muss. Ich erspare mir Arbeit. Hey. Okay, krass. Also ich habe jetzt echt gedacht, das geht bis da unten. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, Mensch. Deswegen ist es immer praktisch, nochmal nachzugucken, ob man das wirklich machen muss, was man gerade macht. Und hier sollte ich vielleicht irgendeine Art von Stein oder sonst was noch mit irgendwie da rein platzieren. Ich habe noch hier Stein. Da, sehr gut. Dann kann ich hinter diesen Säulen auch irgendwie noch was ballern, damit hier keine Mobs hinter spawnen. Weil ich das Letzte, was ich will, ist, dass hier immer ein Zombie die ganze Zeit chillt. Da hätte ich ja gar keine Lust drauf, also muss ich ehrlich zu sehen. Ja, hier haben wir jetzt auch nochmal. So, was ich genau hier an der Ecke mache, weiß ich tatsächlich auch noch gar nicht. Aber mal schauen. So, dann setzen wir hier auch nochmal das Holz drauf. Hier auch nochmal und hier auch nochmal. Ich finde es übrigens geil, dass immer noch so viele Leute die Videos gucken. Ich meine, der Craft Attack Projektstart ist jetzt gut 2 Wochen her und trotzdem sind immer noch so viele dabei. Es fühlt sich auch nicht so an wie 2 Wochen, muss ich sagen. Fühlt sich für euch schon an, als würde Craft Attack schon 2 Wochen gehen? Überhaupt nicht, oder? Und jetzt fängt ja bald erst, keine Ahnung, die Weihnachtszeit an. Dann bauen wir alle noch zusammen einen Weihnachtsmarkt oder sowas. Aber ich habe auf jeden Fall Bock auf so einen Weihnachtsmarkt, dass man den baut oder sowas. Da habe ich richtig viel Lust drauf. Das wird auf jeden Fall cool werden. Und... was denn hier passiert? Also, hier habe ich ja irgendwie ganz vergessen, noch auszuhüllen. So, geht ja gar nicht. Zack. Und ja, auch dann Silvester später, da gibt es Silvesterraketen und so weiter und so fort. Dazu wird es auch wahrscheinlich irgendwie Special-Streams geben. Also es gibt wahrscheinlich einen Weihnachtsstream, sowas in der Richtung. Ein Silvester-Stream oder so. Mal schauen. Seid auf jeden Fall da up-to-date und gespannt, wenn ihr Bock darauf habt. Aber jetzt brauchen wir Sandstein. Und ich sollte noch irgendwo ganz viel Sandstein haben. Ich weiß gar nicht, wo ich meinen aktuellen Sandstein getan habe. Den muss ich irgendwo hin verfrachtet haben. Wahrscheinlich oben in die Kisten. Aber ich habe hier noch ein, ich sag mal, Geheimlager. Oh, ich muss gleich nochmal ganz kurz hochgehen und die Setzlinge abernten, die ich da oben hingelegt habe. Ich glaube, das mache ich jetzt direkt, weil ich einen Sandstein geholt habe. Der Sandstein müsste hier in der Kiste, müsste da noch ganz viel drin liegen. Guck mal, jawohl, so gehört es aber gut. Dann kann ich direkt von oben jetzt noch die Kisten holen, die Treppen holen, weil ich brauche noch ein paar Treppen hier für den Gang. Und dann schauen wir mal, ob da oben Setzlinge rausgekommen sind. Und die schnappen wir uns entsprechend mal. Aber was ich jetzt im Prinzip machen muss, ich mache nicht Panel für Panel, sondern ich mache wirklich so, dass ich alle Panels da irgendwie gleichzeitig bearbeite, indem ich dann wirklich hier lang gehe und dann den hier mache, weil das geht super viel schneller, wenn ich die große Aufgabe in mehrere kleine Subaufgaben einteile. Die Leute, die irgendwie gerade Informatik in der Schule haben, kennen das Prinzip wahrscheinlich unter Divide and Conquer. So haben wir das damals, damals in der Schule gelernt, hier in der Anfangsinformatik tatsächlich. Auch ganz spannend eigentlich, aber gut. Gucken wir mal ganz kurz um die Sepslinge. Ich will es irgendwie Englisch und Deutsch gleich aussprechen. Sepslinger. Sepslinger. Keine Ahnung. Die müssten hier auf jeden Fall schon da sein. Jo, da liegt noch einer. Kann es sein, dass die alle despawned sind? Oh. Ja, gut. Dann sind die Setzlinge schon despawned. Da muss ich irgendwann mal gucken, dass ich hier noch mal ein paar mehr Setzlinge bekomme. Aber Leute, ich gehe jetzt so langsam aber sicher mal in den Schnitt von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich weiß, wir haben unseren Gang nicht ganz fertig bekommen. Aber dafür das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte in der Folge, die Kuppel bis zur Hälfte fertig zu bauen, haben wir geschafft. Wir können uns dann also bald mal aufs Innenleben konzentrieren. Und das machen wir dann wahrscheinlich in einer der zukünftigen Episoden. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid. Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.